Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute, Freunde, WL Rewards. Wir haben 11 Siege geholt und 16 Siege. GGs dafür in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Freunde. Eigentlich kommt ja das Hero SBC Video, sage ich mal. Also Hero SBC soll heute Sonntag 19 Uhr kommen angeblich. Wir haben jetzt gerade 15 Uhr. Aber Packlack hat wieder so geschallert, dass ich das Video direkt droppe. Das Hero SBC Video kommt wahrscheinlich dann entweder spontan heute Abend, aber denkt mal eher morgen. Am Montag, falls die SBC, wie gesagt, heute um 19 Uhr erscheint. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ramirez, Yaya Touré, Alouvairan würde ich gerne ziehen. Ne? Denkt dran, maximal 87er Rating Hero. Ne? Ansonsten viel Spaß mit dem Video, mit den WL Rewards. Ihr habt es im Titel gelesen, ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen. Letzte Woche so, diese Woche so. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, zweiter Count, WL ist zu Ende, lief deutlich besser als letzte Woche, 11 Siege haben wir geschafft, ich stand zwischendurch 10-3, aber da musste ich loslassen, das Team war nicht so das Wahre, wir gehen rein in die Rewards, das Team zeige ich euch nach den Picks, let's go, was geht hier, Angelo, Angelo, Kante, ja, okay, den mal auf die Bank und dann kann man den mal einwechseln, zeig mal her hier, Luka Modric, auch nicht verkehrt, oder Ødegaard, ich nehme hier mal Modric, passt. 86er, 87er und jetzt ein Blazers. Wäre nice. Ja, super. Ødegaard. Richtige Entscheidung getroffen. Das waren meine Picks. Das hier war das Team, Freunde. Ihr seht, Oshuala, Weltspielerin gewesen. Ich sag euch ehrlich, also die ist so eine 9 von 10. Diogo Jota, spielen halt als LM. So eine 7 von 10. Rafinha 8 von 10 wegen dem Pace. Pedri hat mich überrascht. Der ist auch so eine 8,5 von 10. Joey Linton, ja, als 6er war der okay, so 7 von 10. Bruno Guimarães auch so 6 von 10, ist nicht so der Wahre. Valde war okay, aber bei den Gegnern war der besser. 8 von 10, Llorente auch 8 von 10, war okay. Konaté 9 von 10, Stones 7 von 10, also da müssen wir ein Upgrade finden. Pope auch so eine 7 von 10, geht besser. Ja, das war so die Bewertung vom Team, ne? Das sind meine Super-Subs hier unten gewesen. Hoffentlich gönnen die Packs. Wir gehen rein. Okay, Freunde, wir haben ein 2x85 Plus Pack Tradable, ein 50k Pack und ein 125k Pack. 50k auf der Uhr. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem 50k Pack. Gönn EA Sports Trail Blazers. Wäre nice gewesen. Torwart Deutschland. Ist das der Manuel? Manuel Neuer. Walkout 87er. Kein Double Walkout leider. Ja, schade. Dahinter noch irgendwas? Walsh. Walsh, Walsh, Walsh. Sag mal her. 15k, Karim Benzema. Ja. Und jetzt das 125k Pack, Nose Pack, OP Pack. Freunde, in den letzten FIFA-Teilen war zweiter Account eigentlich immer mehr Pack Luck. Aber jetzt USA ZUM. Catarino Macario. 84er Rating. Jetzt das letzte 2x85 Plus Pack. Freunde, hier in Trailblazers wäre doch mal ein GGs. Gönn EA Sports Vancouver, Kanada auf dem zweiten Account für Coins. Robertson. Robertson, bitte sei Double Walkout. Robertson, Digga. Kann er noch sein? Tomori oder so? Oder Ona Battle. Mann, was wollen die RV Barcelona-Spielerinnen von mir, Mann? Erst Bronze die ganze Zeit und jetzt die. Aber okay, Freunde. Schauen wir mal, was wir gebacken bekommen auf dem zweiten Account, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Rewards, ne? Ein Moment, wir gucken noch, wie viele Coins ich gerade habe. Vielleicht 56k mit dem Verkauf und so, maybe 100 oder 70, 80k. Wir gehen rüber auf den Main-Account. Okay, Freunde, wir haben das 10x83 Plus Pack auf dem zweiten Account. Nose Pack, OP Pack. Trailblazers wäre nice, aber wir kriegen Ob zu dem Luck. Ob Luck? Maybe. Wen noch? Jan Ob Luck. 88er Rating. Na, okay, dahinter vielleicht noch was. Okay. Zweiter Tag. Freunde, wir haben es geschafft. 16 Siege geholt. 16. 68 Punkte. Ihr werdet sehen, letzte Woche Mbappé gezogen, ne? Hier nochmal einblenden an den Cutter. Ich bin der Cutter.
kommen nun 1 von 4. Kylian Mbappé! Kylian Mbappé! Oder Tomori oder Colomani! Colomani! Kylian Mbappé, Freunde, was soll ich euch erzählen? Durchgespielt! Let's go! Ihr habt's gesehen, Mbappé. Jetzt haben wir hier die drei Picks. 3x85+, 2x85+ tradable. Ey, das ist so big, ne? Gerade zum Trailblazers Event. Hab ja bis jetzt nur den besten Stürmer der Welt gezogen. Gerassi, er ist es nicht wirklich, sorry. Und 85.000 Münzen, so big. So big. So wichtig. Und jetzt gehen wir rein. 84+ Pick. Ödegaard. Ist okay. Kann ja nicht wieder Mbappé kommen, ne? Colomani und Tomori. Donnarumma. Bereits im Besitz. Ich habe mir den auf Vorrat gekauft. Oh mein Gott, mein ganzes Team wird untrade sein. GG's. Teuer bist du noch, Bro? 12k. Ja, bist gestiegen, ne? Ich behalte den erstmal. Maybe Hero SPC, ne? Deswegen behalten wir den erstmal. Und im letzten Pick haben wir Modric. Bernardo Silva, auch gutes Futter für Hero SPC heute. Und das hier ist das Team, Freunde. Das war das Team am Ende des Tages. Hier die Bank, Rodrigo, Weltspieler beim Einwechseln. Darwin Nunez auf der 8 auch super gewesen. Ne? Kommt da gerne auf Twitch vorbei. Da seht ihr dann immer die Streams. Gerade Samstag, sonntags morgens, wenn nicht Duisburg gerade spielt und Stadionvlog aufzunehmen ist. Donnarumma gebe ich eine solide 8 von 10. Fand Big Mike ein bisschen besser, muss ich sagen. Walker hat sich gefasst, ist wieder da. 8 von 10. Marquinhos auch so. 8 von 10, 9 von 10. Kimpembe, 9 von 10. Nuno Mendes ist der Urwirt. Da wird Kachaui geholt. Der kriegt von mir so eine 7 von 10. Ist okay gewesen, aber ab und zu langsam. Nicht zweikampfstark genug. Ja. Diaby, maybe Super Sub besser, Freunde. Maybe besser. Er kriegt aber auch eine 8 von 10. Salah, seine Finesse. Paar sind reingegangen. Der ist gut und so. Aber bei mir immer noch so 8,5 von 10. So. Schwer an die. Ey, Grace, 10 von 10. Sage ich euch. Grace ist eine 10 von 10. Holt euch die. Die ist die frühere Kanté. Bruno Fernandes mit seinem Playstyle, entscheidender Pass. Ah, but I'm not a rapper. War gut, hat gut die Pässe da in die Schnittstelle gespielt. Rashford, Mbappé, auch beide super. 9 von 10. Wobei Rashfords Abschluss war nicht so geil. Maybe 8,5. Das war so das Team. Dann wollen auch viele wissen immer, was so die Taktik war. Ich zeige euch die mal hier schnell. Individuelle Taktik. Ich habe vorwiegend 4-4-2 gespielt dieses Wochenende. Ne, habe von Sito die Taktik bekommen. Gerne den mal abchecken, Junior Sito. Und ja, hier seht ihr ausgeglichen, direkte Pässe. 7 von 10, hier habe ich das erhöht. Wir waren immer zu wenige im Strafraum. Und ja, hier die Breite ein bisschen weniger, aber 45 war mir zu eng. Weil wenn die einen Seitenwechsel gemacht haben, war immer schwer. Das war so hier die Anweisung, 4-4-2, das normale. Anweisungen, Standard, hinten bleiben bei Angriffen. Hier Flankenfänger, hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken. Mitte abdecken, der soll nach vorne offensiv agieren und der Rest hat alles nichts bekommen. Ja, das war so die Taktik. Und jetzt gehen wir rein in die Packs. Dann haben wir hier ein 2x84+ Pack. Komm, EA Sports. England, RV, Trent, Alexander-Arnold. Okay. Zeig mal her. Ja, du kommst alleine rein oder was? Na, ja, schade. Und Diaz. Ja, auch nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir zu den dicken Fischen, Freunde. 100k-Pack. Gönnen bei vielen ja nicht. Selbst die Bayern haben Angst. Selbst die Bayern haben Angst. Mein Backplug ist geisteskrank. Selbst die Bayern haben Angst. Digga, es ist geisteskrank. Ist geisteskrank, Freunde. Ohne Witz. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, es ist egal. Eigentlich kann ich auch wieder gleich hochladen, ne? Aber ich warte auf Hero SPC heute Abend. Erling fucking Haaland, einfach Coins gemacht. Geisteskrank. Erling Haaland, Mann, 91er Rating. Tradable, 100k-Pack. Wer ist dahinter? Thiago Mancini, ist mir auch alles egal. Digga, wie viele? Geisteskrank. Haaland, 250k oder was? Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich mich entschuldigen für meinen Packlack aktuell? Ich genieße es. Ich öffne das nächste Pack. Komm nu. England. ZDM. Ultimatives Pack.
Ist sie gut? Walsh, okay. Ja, okay. 85er Rating. Ah, aber Barca-Spielerin muss man mal aufpassen. Manche sind da richtig Bier wert. Okay, jetzt kommen wir in die Endphase, ne? 2x85, 3x85, 5x84 plus. Trailblazers noch oben drauf. Deutschland, ZDM. Joshua Kimmich, oder was? Oder gibt's nicht da? 88er Rating. Kimmich. G. Zu dem G. Und Courtois. War ein Double Walkout. Ja, gut. Kann man alle. Ach, der ist Untrade. Untrade, okay. Aber gut. Gut, immer mit. Spezialfutter und so, passt. Und jetzt 2x85 Plus Pack. Tradable. Hä? Onana 85er. Okay. 85er, 85er. Machen wir einfach ein. Und jetzt Nose Pack, OP Pack, das letzte Pack. Wir gehen rein. Spanien, ZDM. Odri. Go. Odri. Ist das ein Double Walkout? Der Mann hat dieselbe Animation wie Kimmich, Mimmich gerade. Und Ter Stegen kommt vorbei. Gutes Futtermaterial. 89er, 89er. Kann man mitnehmen. Du willst mich mitnehmen? Ja, gut. Nehmen wir erstmal mit, ne? Maybe kommt heute Abend die Hero SBC. Falls nicht, verabschiede ich mich hier schon. Einfach Haaland gezogen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Haut rein und ciao! Yeah. I got 1 grand on my dummy up off. Who caught a million, my go yard dump. I win against her, you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by folks. I get me some hands, she been that shit over.